her! Sakai. Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umbugi-Bucht. Sie will uns in einer alten Spielhölle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat zwei Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Ihr habt sie kennengelernt. Was denkt ihr? Sie griff mich in Yogaku nicht an. Vielleicht ein Trick, um euch in Sicherheit zu wiegen. Wir rechnen mit Verrat. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen. Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Wir nähern uns. Augen auf. Wir gehen zu Fuß weiter. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Soweit wir das sehen. Halt, stopp. Die Erhöhung dort rechts. Ich gehe da in Position. Und ihr? Sensei Ishikawa. Jin! Wenn ich euch töten wollte, wärt ihr bereits tot. Verdammt. Hier rüber. Ihr solltet hier warten. Auf keinen Fall. Bleibt wachsam. Sensei, Jin. Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umbugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umbugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt. Verflucht, Tomoe! Ihr habt uns verraten! Sehen die aus wie meine Freunde? Ja! Gehen! Keine Fallen mehr, Tomoe. Das war keine Falle. Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Umbugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Die Umbugi-Bucht zu retten, löscht eure Untaten nicht aus, Tomoe. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu lehren. Zwangen sie euch auch, die euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Mongolenpatrouille! Ich hab sie. Wie kommen wir am besten zur Küste? Sieht man uns auf dem Weg zur Umbugi-Bucht, werden die Schützen alarmiert. Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Wie fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Wir verfolgten sie. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte 1 Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Viel mehr. Greift an. Schlecht, Sakai. Ihr klingt wie Sensei Ishikawa. Die Bäume am Ende des Feldes. Dort können wir ausruhen. Ungesehen. Tomoe, in Kushi verlor ihr die Kontrolle über die Mongolen. Doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen. Doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Hier rüber, runter. Mongolen bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen Sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. Und planen ihr Gemetzel. Ruht euch aus. Ich halte Wache. Sonnenuntergang. Bereit? Tomoe, ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen. Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Gehen wir. Bleibt in der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Mongolenspäher voraus. Jin, einer für euch und einer für mich. Es kommen noch mehr. Versteckt euch. Ahoro, Nate! Busatten! Ende Sonner Serem Stepa! Auf euer Zeichen, Sakai. Nicht verfehlen, Sensei. Ein Pfeil, ein Tod. Ihr habt den letzten mit dem kreisender Falkeschuss erlegt, Sensei. Das habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Hm, wie interessant. Niemand hat gesagt, es würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir in der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir, nicht zurückfallen. Meine Schützen. Greifen wir an, ziehen sie sich in die Stadt zurück und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf den Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt, verfehle ich sie. Ich muss näher heran, wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht. Ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Deswegen war sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Jetzt! Nicht schlecht, Sakai. Wo ist Tomoe? Weiß nicht. Ist sie verletzt? Tomoe! Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Umbugi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben... Hat sie gewiss gejagt. Der Tod von Tomoes Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen. Was will sie in der Umbugi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder, verdammt, und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Ihr da! Ja, mein Herr? Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang! Sie half, die Umbugi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel sicher zu verlassen. Wir liegen immer einen Schritt zurück. Aber noch können wir sie aufhalten. Wartet. Sensei Ishikawa, wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil, schnelle, durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden, eine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben, außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Tomoe war eine gute Schülerin.